Liebe Mitchristen im Erzbistum München und Freising, liebe Brüder und Schwestern, das war für mich schon eine schlimme Nachricht, als der Herr Generalvikar mich anrief und mir sagte, dass der Krisenstab darum bittet, eindringlich darum bittet, dass wir im Erzbistum die Gottesdienste, die öffentlichen Gottesdienste nicht mehr anbieten können. Also er empfiehlt, das nicht weiter zu tun, der Krisenstab. Andere Bistümer haben das schon vorgeschlagen und getan. Es ist eine schwierige Situation und die schneidet ein in unser kirchliches Leben. Aber die Situation ist auch so, dass wir Solidarität zeigen müssen mit den Menschen, nicht nur mit uns, sondern mit all den anderen Brüdern und Schwestern und mit den Menschen in unserer Gesellschaft. Wir sind verbunden mit ihnen und wir müssen alles tun, um das Ansteckungsrisiko zu vermindern, besonders für die Kranken, für die Alten, für die Schwachen. Und alle Fachleute sagen, es muss jetzt etwas geschehen und da sind wir gefordert. Das ist eine schwere Entscheidung, auch für mich und für viele andere, das weiß ich. Aber ich glaube, wir müssen hier Verantwortung übernehmen, auch für die ganze Gesellschaft. Die Kirchen bleiben natürlich geöffnet zum Gebet. Wir sind verbunden in der Gemeinschaft des Gebetes. Besonders beten wir für die Kranken, wir beten für die Pflegerinnen und Pfleger, für die Ärzte. Da kommt noch viel an Herausforderungen auf uns zu. Das spüren wir, wenn wir in andere Länder schauen. Aber es muss jetzt gehandelt werden, in solidarischer Verbundenheit. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und haben unseren Beitrag zu leisten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich so viele engagieren. Aber wir müssen unseren Beitrag jetzt geben. So bitte ich Sie sehr um Verständnis, dass wir zu diesem Schritt uns genötigt sehen, die öffentlichen Gottesdienste einzustellen. Das ist nicht das Ende des Gebetes. Und in Notfällen wird Seelsorge weiter da sein und präsent sein. Aber es ist ein wichtiges Zeichen, um dieser Ansteckungsgefahr jetzt langsam zu begegnen und auch einen Beitrag zu leisten für eine gute Zukunft.